So, es geht jetzt auf in den Winter, wie letztes Mal gesagt wurde, falls ihr es nicht ganz verstanden habt und weil er ja jetzt drauf scheißt, was Horus gesagt hat. Und ich habe mal zwischendurch so in andere Let's Plays von dem hier eingeguckt in Deutsch und das alles Deutsch. Also irgendwie habe ich auf einer richtigen RPG, auf RPG Atelier nicht die richtige Version irgendwie gedownloadet, obwohl eigentlich das Deutsch war. Vielleicht ist auch dann nicht richtig hochgeladen worden, aber naja, egal. Ist ja nicht allzu tragisch. Oder ist irgendwas durcheinander gekommen mit den Daten, weil ich habe die Englische auch noch auf dem PC, aber nicht im gleichen Ordner, also irgendwie, keine Ahnung, das ist irgendwie komisch. So, Winter, was machen wir hier jetzt? Hier sind Spuren. Sind das Hundespuren? Sieht schon fast aus wie irgendwelche Entenfüße. Folgen wir den einfach mal. Da ist Hundi. Was ist das? Dann gucken wir mal. Leichen. Andrea? Oh Gott, das sind noch mehr. Es ist ein Massengrab. Warum würden die so was tun? Ich kann's nicht. Was ist mit dem Hund passiert? Was ist mit dem... What the... Holz? Der arme Hund. Komm ich da nicht runter? Alter! Armer Hund. Ganz armer Hund. Kann man nicht einfach machen. Ich hab dich gewarnt, Lohn. Ich hab dich gewarnt. Niemand darf das erfahren. Jetzt komm zurück zum Sommer. Ja, wenn der Hund da zufällig reinläuft, dann ist ja klar, dass... Das, naja. Kann man es doch nicht verhindern. Da hätte jeder zufällig mal reinlaufen können. Was zur Hölle geht hier vor? Du hast mir erzählt, die Pest hätte allen das Leben genommen. Pests schaufeln keine Massengräber. Es ist wirklich schade, dass du das entdecken musstest. Es wäre so viel leichter für uns beide geworden, wenn du einfach nach Hause zu deiner Mutter gegangen und unwissend gestorben wärst. Unwissend wovon? Verdammt nochmal. Es schmerzt mich, dich so benutzt zu haben. Benutzt haben zu müssen. Du verdienst etwas viel Besseres. Aber ich habe geschworen, für das Imperium über alle hinter... Hey! Hey, du da! Diesmal kommst du nicht. Dieser Mann ist kein Bewohner im Dart. Warum ging der eine Text gerade eben so schnell weg? Verschwinde! Lohn, ich habe nur getan, was... Was hast du gerade zu mir gesagt? Lass uns in Ruhe. Lohn, ich... Also gut, lege dein Schwert nieder und komm. Ich sagte, lass uns in Ruhe, du dreckiger Hund, im Dart. Woho. Er hat ihn getötet. Du hast ihn ermordet. Das spielt keine Rolle, Lohn. Er war bereits tot. Tot durch dich. Was redest du da?
Hör auf, in Rätseln zu sprechen und sag mir verdammt nochmal, was hier vorgeht. Warum habe ich den Mann umgebracht? Sag mir, warum im Winter ein Massengrab ist, voller Menschen, die ich kenne. Sag mir, warum ich eine Aufgabe abbrechen soll, mit der ich hunderte von Menschenleben retten kann. Und bitte sag mir, wie die verfluchte Pest nach Imdal gelangen konnte. Vielleicht weißt du das schon. Die Person, die die Pest gebracht hat, tat das nicht bewusst. Wie kann jemand eine Krankheit verbreiten, ohne zu wissen, dass er krank ist? Kleidung trägt auch Bakterien, du unwissendes Kind. So wie wir. Sollten deine Sachen nicht genug Bakterien getragen haben, als wir uns trafen, hat meine Umarmung auf jeden Fall den Rest dazu gegeben. Du bist derjenige, den du suchst, Lohn. Du hast die Pest nach Imdal gebracht. Nein! Wir sind beide infiziert. Das Entwicklungsstadium besteht ein oder zwei Monate, bevor sich die Symptome zeigen. Nein, nein, nein! Du bist hierfür verantwortlich? Du? Du scheiß Feigling. Bin ich ein Feigling? Vielleicht. Ah, ich bin derjenige, der sich freiwillig mit einer tödlichen Krankheit infiziert hat. Ich schwöre, für das Imperium zu sterben, und so soll es sein. Ich wollte jemand anderen damit belasten. Aber als ich dich auf meinem Weg traf, bemerkte ich, dass du es so viel einfacher machen könntest. Ein Fremder ohne Papiere wird mit Sicherheit festgenommen werden, bevor meine Mission vollendet wäre. Ja, vielleicht sogar begonnen hätte. Das besorgte mich sehr. Doch dann kamst du. Ich brauchte jemanden, der sich innerhalb Imdal bewegen konnte, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Jemand, der problemlos mit vielen Menschen sprechen konnte und so die Krankheit verteilen. Das ganze Jahr über. Stopp! Hör auf! Du darfst dich nicht verantwortlich machen, Lohn. Imdal war es vorherbestimmt zu fallen. Die Leute waren es vorherbestimmt zu sterben. Alles, was wir getan haben, war, dem Imperium Umstände und Tod zu ersparen. Du dreckiger Mörder. Autsch. Wohin ist er jetzt gegangen? Kann ich wenigstens noch mal speichern vorher? Bitte. Na gut. Speichern. Auf geht's. Hier geht's wohl nicht lang. Hier ist alles ruiniert. Ich frag mich nur, wo wir jetzt gerade sind. Es ist keine von den Jahreszeiten. Okay. Und go. Leg dieses Ding nieder, Lohn. Wir beide sind gezwungen zu sterben. Lass es uns mit Würde beenden. Dafür wirst du bezahlen. Lohn. Ich weiß nicht, wieso ich mich bemühen sollte, mich vor dir zu rechtfertigen. Was ich tat, tat ich aus Loyalität zum Imperium. Leute wie du werden den Krieg niemals verstehen. Ich habe einen Eid geleistet und ich musste Leid verursachen, um ihn einzuhalten. Aber es war nichts Persönliches. Ich wollte nicht, dass jemand leidet. Du hast jeden umgebracht, den ich kenne. Und wofür? Für den Stolz eines zerfallenden Imperiums. Weil du lieber sterben und alle mitreißen würdest, als deinen Rat in Frage zu stellen. Du bist ein echter Feigling. Du machst dich langsam wütend, Bursche. Geh heim und lass sich deine Mutter um dich kümmern für das bisschen Zeit, das du noch hast. Niemals. Nur einer von uns beiden verlässt dieses Feld.
Um hohes Angriffe abzuwehren, drücke den Aktionskraft genau, wenn er zum Schlag ausholt. Wenn ein Schwert im Boden steckt, drücke nochmal zum Zuschlagen. Blocke nicht zu früh, sonst umgeht hohes deine Block. Ah, okay. Je weiter der Pfeil auf deine Anzeige rechts steht, umso schwächer wird hohes Besiegen. Okay. Na schön, Lohn. Komm her. Zu früh. Ah. Schon wieder zu früh. Immer noch zu früh. Ja. Ja, lol. Er schlägt nicht mal in meine Richtung. Ja, lol. Mann. Scheißkampf. Ich hab den damals schon gehasst. Ah, jetzt geht's. Naja, wenn er nicht von der anderen Seite kommt. Verdammt. Los. Verdammt. Stirb, Hohes. Aber irgendwas war in der Beschreibung falsch. Da stand irgendwie der Pfeil weiter bei Lohen und nicht bei Hohes. Verdammt! So, jetzt habe ich es geschafft. Oh! Oder auch nicht. Sturana, warum musstest du mich herausfordern? Was schaffst du da so an, Bursche? Hier ruht Lohn Hekel, geboren 941, verstorben 954, geliebter Sohn und Bruder. Nun ist das nicht eine offensichtliche Offenbarung. Nur einer von uns verlässt dieses Feld. Das hast du selber gesagt, Lohn. Du hast keine Zukunft. Hör auf, gegen das Unvermeidliche anzukämpfen. Und lass mich das beenden. Ha. Wenn ich hier sterben würde, würdest du mich begraben, Hohes? Nein, warum sollte ich den Geiern den Spaß an? Nur einer von uns verlässt dieses Feld. Nur einer von uns geht heim zu seiner Familie. Nur einer wird beerdigt. Nein, das ist... Ich kann nicht verlieren. Die Zeit hat es uns verraten. Imran hat vielleicht nicht mehr viel Zeit, aber wenigstens kann ich die Wahrheit über diese Pest ans Licht bringen. Wer glaubst du zu sein, dass du... Verdammt, seist du. Es ist vorbei. Erhebe dein Schwert. Na los. Stirb. Ich werde niemals
Oder doch? Und da war er tot. Okay. Und nun? Wolltest du ihn nicht begraben? Oder was? Das war's? Ich verstehe dieses Ende immer noch nicht. Ganz ehrlich. Übersetzung. Aha. Also ich finde das Spiel eigentlich an sich gut, aber es ist manchmal ein bisschen verwirrend gewesen und ein paar Logikfehler hatte es auch, also. Es soll doch keiner sehen, wie du da reingehst. Es könnte jemand zufällig reinlaufen, das hätte er irgendwie einberechnen können oder so. Oder es irgendwie so machen können, dass er es so verstecken kann, dass wirklich nur Lohn es sieht. Aber was ich auch nicht verstehe, ist dieses Ende. Die Zeit hat vorbestimmt, dass einer von den beiden da begraben wird. Also müsste er auch eigentlich sterben, Lohn. Also, ich habe das nicht ganz verstanden. Also wenn das irgendwer verstanden hat, dann kann er es mir mal erklären. Auf jeden Fall geht's nach diesem Projekt jetzt dann weiter mit Eternal Legends und kommt noch was? Hm? Möchtest du dein Spiel speichern? Ja. Was passiert denn jetzt? Ich bin ja mal gespannt. Moment mal, beginnt das jetzt wieder von vorne? Ja. Das geht nochmal von vorne los, warum auch immer. Auf jeden Fall, wie gesagt, es geht hier nach mit Eternal Legends weiter und bis dahin, ich bin einem Kane, der hat uns.